Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit dem neuen Kinder Bueno Eis im Testen. Das hat tatsächlich auch eine neue Rezeptur bekommen. Was sich da genau geändert hat, ob es besser geworden ist oder vielleicht sogar schlechter geworden ist, das erfahrt ihr jetzt im Video, ihr Lieben. Das Eis gibt es aktuell bei Rewe und auch bei Kaufland zu kaufen, also in einigen Rewe-Supermärkten, nicht in allen Rewe-Supermärkten. Ich habe es bei mir schon im Rewe gesehen. 3,29 Euro, dafür gibt es 4 Kinder Bueno Eis und schon der erste Hinweis. Das neue Kinder Bueno Eis ist etwas schwerer geworden, also nicht leichter. Das alte hatte 60 Gramm, das neue hat 62,4 Gramm, also ein bisschen mehr Inhalt. Was hat sich noch geändert? Diese berühmte Haselnussplatte hier oben drauf, das, was essentiell dann ja auch so wie Kinder Bueno geschmeckt hat, hat auch mehr Haselnussanteil bekommen. Da sehe ich nämlich, beim alten waren es tatsächlich Haselnusscreme 12% in der Platte und beim neuen haben wir jetzt 15% in der Platte, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss mal so ein bisschen spicken auf meinen Speckzettel, es sind viele Zahlen hier im Umlauf. Aber ich meine, ich habe da tatsächlich 15% gesehen. Lass mich nicht lügen. Und das stimmt tatsächlich. Eine Scheibe mit Haselnuss, 15%. Früher waren es 13%. Früher war es ein Haselnuss-Rahmglacé mit Milchschokolade. Rahmglacé heißt es so ein Sahne-Glacé. So ein sahniges Eis. Jetzt ist es ein Haselnuss-Eis. Ob sich das jetzt verbessert oder verschlechtert hat, es ist trotzdem, obwohl es kein Rahmglacé mehr ist, ein bisschen mächtiger geworden. Das könnte allerdings an den Haselnüssen liegen. So, es wird Zeit, dass wir mal so ein Eis auspacken und uns das mal im Detail anschauen. Ja, die Nuss macht die Musik und die schauen wir uns gleich nochmal ganz genau in den Zutaten an. Auf den ersten Blick sieht das Kinder Bueno Eis wirklich gleich aus und es ist echt phänomenal, denn der Hersteller hat sich auch geändert. Früher war es Langnese, jetzt macht das Eis Ferrero selber. Und früher hatte die Waffe zum Beispiel einen Anteil von 13,3% am Gesamtprodukt, hier aber jetzt 15,5%. Früher gab es eine kakaohaltige Fettglasur mit 7,5%. Die haben wir jetzt durch einen Kakaoüberzug 7,5% ersetzt. Und wir haben 7% Haselnüsse, die habe ich so auf der Zutatenliste beim alten Kinder Bueno auch nicht gesehen. Also wirklich auf dem ersten Blick eine totale Verbesserung. Ich bin sehr gespannt, wie es denn schmeckt. 7% Haselnüsse im neuen Kinder Bueno und im alten waren es 5% Haselnusspaste. Das hört sich nach einer Verbesserung an, oder? Jetzt volles Rohr auf Haselnuss. Mal gucken, wie es denn schmeckt. Ganz überrascht. Ich hatte diese Scheibe oben drüber. Irgendwie knackiger in Erinnerung. Aber so ist es auch geil. Die ist richtig schön cremig. Ich muss gleich auch mal unten reinbeißen. Es ist allerdings auch ein bisschen schneller gegönnt, muss ich sagen. Ich mag es ja, wenn es knackt. Hier knackt es nicht. Aber es schmeckt mega geil, intensiv. Haselnuss Deluxe. Kommt wirklich hier durch oben. Und auch das Eis schmeckt intensiv nach Haselnuss. Was für ein Genuss. Das haben wir natürlich auch noch. Hier unten drunter den Schokokern. Da kribbelt es schon in meiner Nase. Und ja. Schön haselnussig, wobei Kinder Bueno mäßig passt es mit der Haselnuss einfach perfekt. Und oben der Geschmack ist geil. Am besten fand ich ja den Bueno Eiscreme Riegel. Wenn sie den mal rausbringen würden, das wäre auch geil.
Boah. Und schaut mir die Waffel auch noch schokoliert. Es ist das beste Kinder Bueno Eis aller Zeiten in der Waffel. Es ist verbessert. Es schmeckt geil. Heute Abend werde ich euch nochmal die Classic White Variante vorstellen. Nur oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich habe gesagt, das beste Eis aller Zeiten gibt natürlich 10 Punkte für das Bueno Classic, für das neue Bueno Eis. Auch geil.